Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay und dieses Mal in der Montana auf der schönsten Karte, die es gibt, also der optisch schönsten Karte, die es gibt und auf der beschissensten Karte, die es ansonsten gibt. Ja, ihr habt es schon wieder gesehen. Es ist ein Replay von Rabbit und ihr werdet sich auch so langsam denken, what the fuck, was soll die Scheiße? Immer dieser Typ in seiner Yu Yang, aber dieses Mal ist er hier in seiner Montana. In seiner Super Premium Schwarz Tarnung hier. Und er ist nicht alleine hier. Er ist nämlich hier mit Charki und Genske. Unser Battle Rabbit in einer Montana. Und wie gesagt, normalerweise wähle ich echt nach Schiffen aus. Habe ich diesmal auch gemacht. Ich wollte nämlich zum großen Kurfürsten von Bismarck ein Montana Anti-Air-Bild haben. Das habe ich nicht gekriegt. Wir haben nämlich das gekriegt. Seht euch die Captain Skills an. Das ist ein Montana Secondary Build. Zumindest zeitweise, teilweise. Und es ist komisch, er hat da Sprengmeister drauf. Also das ist etwas sehr, sehr Unkonventionelles. Bin gespannt, was das hier leistet. Ich persönlich würde meine Monte nicht so skillen. Muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich skill nach Schiffsklasse. Nicht, sondern ich skille nach erstens persönlichem Vorzug, Stärken des Schiffs, Stärken und Diversität. So. Und die Montana hat eine gute Anti-Air und deswegen stärke ich die, weil ich habe schon eine gute Sekundäre auf meinem. Ja, was wird es wohl sein? Schätzt mal. So, nun konzentrieren wir uns aber auf das Spiel. Wie gesagt, diese Karte Okinawa ist meistens so ein Moloch an Scheiße, die dann entsteht. Niemand will vorfahren und alle wollen zu A und alle gehen drauf. Niemand will durchstoßen und das ist alle kacke. So, Sharky hat sich wieder Freunde gesucht. Oh, da hat... What the fuck? Echt jetzt? Battle Rabbit hat hier schon 20.000 Schaden kassiert. Das wird ein kurzes Gefecht, oder? Das wird ein kurzes Gefecht. Lol, you noob idiot. Nein, ich hab das Beste verpasst. Kann ich mir das nochmal ansehen? Hilfe! Nein, ich kann den. Nein! Ich kann das nicht mehr sehen. Du Cam Self, okay. Ja, ja, gut. Ich bin mal gespannt. Ich lasse das mal so. Ich habe jetzt kurz das Umschalt rausgekriegt. Your mom must be proud of you. Okay, ich bin gespannt, ob Schalke hier flucht. Sonst bekommt er seine zweite Verwarnung. Bei Dreiser ist man raus. Das wisst ihr, ja. Da läuft das im kleinen Fuß. So, jetzt will ich aber was sehen, nicht nur kassieren. Jetzt ist schon wieder dieser Scheiß da. 4000, jetzt muss die Sau aber raus. Ja, sie dreht ab, kann aber trotzdem was werden. Ja, so ein Scheiß. So, jetzt rein scrollen und raus scrollen. So, und jetzt gehört es wieder Battle Rabbit. Oh Gott, Tier 10 Sucker Noob Kit. Man müsste in letzter Zeit echt eine Compilation machen von Idioten, die in Chats sich rumtreiben, weil es gibt mittlerweile so viele. So, Yamato, Sharky fährt natürlich rein Richtung C und Battle Rabbit lässt ihn nicht alleine. Die Sau ist hier hinten. Ich hab vergessen, wer das ist. Das ist Genske. Genske, das alte Kartenrandluder. Das gefällt ihm sicher, wie ich das sage. So, Tirpitz. Ja, die haben sich weit nach vorne gewagt. 50.000, das kenne ich von Battle Rabbit nicht. Ja, Sharky countert mit, you are cute, das ist gut. Das ist genau das, was ich sehen will. Keine Fluchereien, wir bekämpfen kein Feuer mit Feuer, wir bekämpfen Feuer mit Zuckerwatte. Bis der Gegner kotzt und nicht mehr sprechen kann. So wird das gemacht im Clan Fluffy Unicorn Sea Organization. Oh, Sharky fährt einen aggressiven Kurs. Das ist nicht gut. Sharkelein, ich ahne Schlimmes. Hier von beiden Saus im Stich gelassen. Auch Battle Rabbit dreht jetzt ein bisschen ab. Ja, 16.000 und 50.000. Jetzt wird natürlich Sharky gefokust. Also entweder kommt er jetzt ein bisschen Hilfe. Aber Sharky ist Geschichte. Hier die Yamato. Sharky bietet sich schon krass an. Ja, es würde auch nichts helfen, wenn er nicht reinfahren würde. Wenn er einfach stehen bleiben würde, würde er halt mit der AE beschossen werden. Wahrscheinlich. Die Yamato schießt hier aber nicht auf Sharky, doch schießt sie auch, obwohl er so angewinkelt ist. Komm, du musst wieder reindrehen. Ja, wo ist Camping? So ist es. Wer ist denn dieser Kostier Ramblot in der Monarch? Oh Gott. Oh Gott. Es gibt ja nur die eine in A6. Oh mein Gott. Den einfachsten Spot hier. Bei A nehmen und dann auch zurückfahren bis. Ja, scheiß drauf. Das ist, wie gesagt, ist einfach. Es ist eine traurige Geschichte.
wenn Leute zu blöd sind, um ihre eigenen Fehler zu sehen, sondern sie nur bei sich selbst zu sehen. Also nur bei anderen zu sehen. Da, warum schaut er jetzt auf Gens, gell? Ah, okay. Ah, weil er, ja, er dreht ein. Er dreht jetzt nach rechts ein, deswegen hat er zu Gens gesehen, damit sie seine Tür mitdrehen. Muss man nicht, man kann auch nur einmal kurz rumschauen, rechte Maustaste gedrückt halten und sich dann weiter umschauen. Er schießt weiterhin auf die Sau. Und ja, das war klar. Er ist natürlich raus. Wie gesagt, gefokust. Die Tierpitz müsste jetzt noch beschossen werden. Battle Rabbit sollte die Tierpitz unter Feuer nehmen. Dann ist sie auch raus. Ja. Traurigerweise bemerkt man dann später, dass die Leute, die am Salty essen sind hier, also am Salty, also ihr wisst, was ich meine, also die... er schießt mit... Habe ich das richtig gesehen? Es ist High. Das ist High, aber hat nichts getroffen. Dass die da meistens Deutsche sind. Da, schau, stop camping, Remolot. These were your words, so please. Ja, das ist... Schalke, was willst du? Das checken die Leute nicht. Das checken die Leute doch nicht. Die wollen doch nur, dass das Team fortfährt, damit sie campen können und ein bisschen Schaden machen. Bevor sie verrecken. So ist es. Dann, denen ist dann jedes Mittel recht. Und dann heißt es nur Idiot, Fucktard, die, I wish you cancer und den ganzen Scheiß, weswegen ich die Leute einfach bannen würde. Wenn ich sie, wenn die direkt neben mir sitzen würden und mir sowas ins Gesicht sagen würden, sowas ins Gesicht schlagen würden, ich glaube, man hätte meinen nächsten Satz erahnen können, weswegen ich jetzt abbrechen werde. Aber Schalke macht das bisher sehr gut. Er führt ihn vor. Genau das muss man machen mit solchen Leuten. Also diese Menschen sind natürlich nicht der Abschaum der Gesellschaft. Da gibt es weiter Schlimmere. Aber ich würde sie gerne den Abschaum des Spiels nennen, denn das zieht einen natürlich runter. Arekase muss raus. So, Battle Rabbit hat sich jetzt mal gefangen. Schaut euch das an, 23.000 Schaden in 8 Minuten. Wo ist das Secondary Build? Wo ist das Secondary Build? Da bin ich mal gespannt. Na gut, es sieht aber gar nicht so schlecht aus, rein von der Positionierung. Die Gegner kommen nicht aus A raus. Ein großer Fehler. Die Yamato hier in H2. Die sniped auch nur rum. Ich hoffe mal, dass sie Genske hier abfackelt. Wobei im 1 vs 1 möchte ich jetzt nicht unbedingt stehen mit einer Yamato. Da hätte ich lieber ein 2 vs 1, damit sich der Schaden ein bisschen geteilt werden kann. Ja, Sir Amalot spricht so gut Englisch wie ich, der ist sicher Deutsch. Von daher, weil ich kann es nicht gut. 3, 4. Aber es reicht, um Dinge zu bestellen, sagen wir so. Und um irgendwo hinzukommen. Da, das muss jetzt das Ende sein für die Sauer. Komm schon. Ja, endlich. Trollpanzerung hin oder her. Wenn man Freizeit erfährt, dann muss das auch bestraft werden. So, nächste Sauer. Da sind wir noch 60.000 entfernt von dem halbwegs im Spiel. Und noch 120.000 entfernt von einem sehr guten Spiel. Und noch 200.000 entfernt von einem Superspiel. ja, ist halt ein Sauer. Da, jetzt will ich Aufräumarbeiten hier sehen. Ibuki muss raus, Friedrich der Große muss raus, North Carolina muss raus. Komm schon. Battle Rabbit, aka Upsnacker. Ja, sehr gut. Besser auf die Norka schießen. Da wird vielleicht noch was die Ibuki treffen. Aber die hat mehr Punkte. Aber gut, nein, er hat auf die Ibuki geschossen. Es war nur die North Carolina aktiviert hier im Replay. Dieser Upsnacker.
Na gut, wahrscheinlich hätte kein anderes Schiff drauf schießen können. Aber ja, jetzt wittert er seinen nächsten Gegner. Jetzt wittert er seinen Kraken. Seinen Kraken mit 50.000 Schaden. Ah gut, wehe, du schießt jetzt. Wehe, du schießt jetzt. Weil er ist direkt von alleine runter. Wahrscheinlich hat er nochmal überschlagen, ob er den Kill noch kriegt und sich dann dagegen entschieden. Ah, Wahnsinn. Dieser Rabbits, also der holt sich die Kills schon, wo er sie kriegen kann. Es ist ja nicht schlecht, Schiffe zu finishen, oder? Das ist es beileibe nicht. Dann tote Schiffe schießen nicht zurück, das ist vollkommen korrekt. Aber man soll es nicht übertreiben. Man soll dem eigenen Team doch auch mal ein bisschen was gönnen, wenn man sieht, dass was schon drauf schießt. Wie gesagt, die Ibuki war vollkommen okay, die Sauer verdient, mit Zitadelle etc. Er muss bestraft werden, aber der Friedrich, den Maßkrug hätte er gesprengt. Er hätte das Maß nicht voll gemacht, sondern überschritten. Da Monty Frontal, bin ich gespannt, was für ein Schaden rumkommt. Ich habe jetzt hier mit diesem Bild keinen Secondary-Einsatz gesehen. Das wird mit Sicherheit umgeskillt. 6,2 Kilometer. Das ist nicht maximal Reichweite der Sekundären. Ich glaube, da ist ein. Das ist doch die Sec. Nein, das ist das die Anti-Air, die 6,2, was angezeigt wird. Kann ich denn hier was einstellen? 9,1, okay, das ist die maximal. 9,6, glaube ich, mit Flagge. Das müsste es sein, ja. Und da ist sie raus. 81.000. Und natürlich der Krake. Ich war gerade kurz ein bisschen perplex. Okay, da ist das Spiel zu Ende. Also der Chatverlauf, muss ich schon sagen, war hier das Interessanteste momentan. Es ist ja nicht schlecht rausgefahren, aber am Anfang war das dann ziemlich krass. Das muss man nicht beschönigen, das war kein sehr gutes Spiel. Oh ja, ich habe es gerade gesehen. Da sind zwei Mails gekommen von Battle Rabbit. Die zweite war mit: Oh André, ich habe dir das falsche Replay gesendet. Das ist das Richtige. Nun gut. Warum nicht auch mal zeigen, dass auch ein Battle Rabbit eine schlechte Runde hat? Und wie das denn dann aussieht. Hallo und herzlich willkommen zu einem Replay einer Montana, eingesendet vom Battle Rabbit. Und da ist Genske und Schalke mit dabei, aber die haben gewechselt. Genske ist jetzt in der Yamato und Schalke ist nicht in einer Sache, sondern in einer Hindenburg. Und Schalke, der berühmte Teufel hier, wird natürlich erkannt von Feuerteufel 80. Mittlerweile fast in jedem Match, das ist Twitch-Rom. Das ist unbezahlbar. Aber da muss man auch immer liefern. Weil, also ich persönlich habe da natürlich den Ansporn, wenn mich jemand erkennt, dann muss ich dann auch zeigen, dass das, was er in den Videos oder in den Streams sieht, auch 100% das ist, was er bekommt. Nämlich Schaden. Na gut. Was beiseite. Die Karte ist ebenfalls, ja. Ich sag mal, sehr schwierig zu fahren für manche Leute. Und ich bin gespannt, worauf sich hier Division A der Fluffy Unicorns Organization hier einigt. Ich glaube, ihr seht hart nach A aus. C ist irgendwie relativ unbeliebt. Das ist, verstehe nicht warum, zumindest bei uns. Ich mag eigentlich keinen Cap auf dieser Karte, aber am wenigsten mag ich A. Und deswegen bin ich gespannt. Oh, Genske schneidet ihm den Weg ab, da wird gleich mal eine Runde gehupt. Und zurückgehupt und dann geht jetzt los, das Hubkonzert. Es ist dasselbe Bild, es ist dasselbe Schiff, also ich habe vorher darüber gesprochen, da muss ich mir das jetzt nicht mehr antun. Ich sehe aber, die fahren alle ihre Schiffe mit der Zehntaner. Also ich glaube, in Deutschland muss das Geld auf Bäumen wachsen, aber ich habe schon gehört und gesehen und gemerkt, in Deutschland ist vieles billiger als in Österreich sogar, also auf jeden Fall die Lebensmittel. Wir bezahlen Minimum 50% mehr und ich habe Teile derselben Marke, in derselben Größe gesehen, die bei uns 200% mehr kosten als in Deutschland. Also, ja, da kein Wunder, da würde ich mir auch öfter eine Tarnung und ein Schiff leisten, wenn meine Lebensunterhaltungskosten nicht so hoch wären. Nun gut.
Sehen wir uns einmal das Gegnerteam an. Das Matchmaking hier ist natürlich ein bisschen gnädiger als letztens. Hier sind schon 4 Tier 8 Schiffe. Irbitz am Magi, vorher war auch Tier 8 dabei. Yugumo, Z46 ist halt was anderes als eine Shimakaze etc. Oh! Da hat er die Atago rausgenommen mit einem glücklichen Schuss und ich hab's kaum gesehen und ich muss jetzt wieder diesen Binokular-Scheiß machen. So. Und wahrscheinlich noch einmal muss ich das machen. Aber die Karte ist auch hier viel kleiner. Und sie ist nicht so bescheuert wie Okinawa. Also. Ah. Friedrich der Große fährt schön breit. Wunderbar. Und da bin ich nochmal dran, hier das zu machen. Sehr schön. Und das soll es jetzt gewesen sein für das Match. Ist natürlich jetzt schneller geworden und ein bisschen Schaden ist zumindest bei rumgekommen. Das sind dann 4000 gewesen. Komm schon, zähl hoch. Gar nichts. Gar nichts. 39.000 waren es vorher, 39.000 sind es jetzt. Die Ribbons sind natürlich wie immer schön verpackt. So, Moskwa. Oh mein Gott, er zeigt in einer Moskwa-Breitseite. Rabbit wird sich die Finger lecken. Da, jetzt hat er 39.000 in den ersten 4 Minuten. Das ist halb so viel, wie er im letzten Match im gesamten Gefecht gefahren ist. Ah, es tut gut zu sehen, dass auch ein Spieler wie Battle Rabbit seine schlechten Gefechte hat. Dafür wird er jetzt die Moskwa deleten. Ja, oh, die kommen schön. Und die bleibt auch noch schön langsam stehen. Und rein in die Zita. Ja, nicht deleted, aber 22.000. Nach 20.000, dann ist es vorbei. Dann kann er schon rausgehen. Wahnsinn. Okay, der Gegner fährt auf C. Gut, dass sie nochmal umgedreht sind. Wären sie jetzt auf A gefahren, dann hätten sie wenig Damage, wenig Feinds, wenig Ehr bekommen. Und natürlich fährt man hier auf Damage. Da, schön breit zeigen mit der Montana. Es tut nicht weh, wie es aussieht. Das ist so brutal. Das interessiert ja niemand. Wenn ich mit der Yamato hier breit zeige, dann kriege ich 4 Zitadellen. 23.000. Ja, und das war's. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Gefecht. Wir haben die 85.000 wieder erreicht. Ist okay. Da. Riedel. Sobald er um der Insel rum ist, dann geht's Haligali. Sharky lebt auch noch. Wie viel hat er denn noch? 37.000, ja, hallo? Agenske ist schön links hinter ihm, zeigt aber auch Breitseite. Der, echt, ich dachte, die kam zu kurz. Die haben noch alle zu kurz ausgesehen. War aber nicht Zitadelle. Heute hagelt es, oder jetzt hagelt es Zitadellen. Schaut euch das an. Nicht nur Schlag. 100.000 Schaden, 4 Zitadellen. Cap verteidigt, der Magi geht gleich raus. 30.000 ist das schaffbar. Der Kurfürst frisst die Torpedos. Ah, leider nein. 8.333. Das könnten hier wirklich die drei normalen Treffer gewesen sein. Vielleicht die. Ja, nein, es sind nur zwei normale Treffer gewesen. Was rede ich denn da? Ein normaler Treffer, 33% von 12, ungefähr 12.000. 12,8 glaube ich, der Monty, sowas. Aber in diesem Bereich kommt dann auf 4,4 sind 8,8. Pauschal über den Daumen, nicht mal Pi, weil das wäre zu viel. Ja, jetzt kriegt er natürlich ein bisschen Beschuss ab, prallt alles ab, Zitadelle zerstört, fuck you. So ist das. Breitseite zeigen auf einer Amagi ist scheiße, es ist immer scheiße auf jedem Schiff, außer auf einem, das ich nicht fahre. Er kriegt nämlich überall Zitadellen und macht der Leute halt nicht. Jetzt ist er natürlich in der Range des Kurfürsten, eigentlich schon länger, aber muss ja nicht sein, dass er den auf Secondary spielt. Die Rohn fährt super, die könnte auch gleich raus sein. Dann könnte die Türpitz raus sein, weil die besser steht hier für die Waffen. Wahrscheinlich trifft auch beide ein bisschen. Ja, Türpitz und Rohn getroffen. Wahnsinn, das 20.000. Wie ich schon vorher erwähnt habe, oder wie ich in einem der letzten Replays erwähnt habe, ich glaube vom Pitzmarker 381mm war es. Es spielen 3-4 verschiedene Faktoren. Ich sag 3. Eine große Rolle, welche den Schaden ausmachen. Einerseits, wie fährt man selbst, wie positioniert man sich selbst und was ist die erste Entscheidung? Das hängt dann, davon hängt der Schaden ab und wie ich mich dann dem Feind zuwenden muss. Zweitens, wie fährt der Gegner? Wie viele Idioten sind da? Fahren die einzeln rein, zeigen die Breitseite und bieten so gute Ziele, dass sie den Schaden herschenken. Und drittens, das altbekannte RNG, denn man kann so gut schießen und zielen, wie man will. Man hat nur eine bessere Wahrscheinlichkeit, dass dann doch mehr hängen bleibt. Also man hat nicht eine bessere Wahrscheinlichkeit, aber dadurch, dass die Streuungsellipse fast bekannt ist, kann man sich ausdenken, dass mehr Kugeln statistisch gesehen treffen müssen, als wenn ich auf den Berg ziele. Aber das RNG hat doch den größten Einfluss, vor allem im Schlachtschiff, und deswegen
müssen es auch 17.000 Schaden und 4 Treffer sein. Es könnten aber auch nur durch Schläge in Stern und Bug sein. Von daher, das sind die drei Faktoren. Das sind jetzt 185.000 Spielervermögen, Gegenspielerunvermögen und Glück. So muss das sein. Wie gesagt, Glück, das RNG. Und das Gegnerteam wird hier regelrecht vernichtet. 5 Zitadellen. Oh Gott. So ein Spiel hätte ich auch mal wieder gerne. Zitadellenmonster. Ich glaube, das hatte ich nur einmal auf meiner Yamato. Das waren 9 oder 10 Zitadellen. Da habe ich meinen Damage-Rekord gemacht. Waren über 200.000 Schaden. Und ich ziehe seither immer gleich. Genau das meine ich. Hinburg. Kein Treffer, nur den einen. Oder zwei Treffer waren es. Einmal ein Ausfall, das bin ich. Und dann noch eine Zitadelle, das kenne ich nicht. Oh, Captain Richelieu wird sich freuen auf den nächsten Patch. Mit den Franzosen. Die Z46 wird Stück für Stück hierher kommen. Sie wurde zuletzt gesehen in E7, die Tirpitz. Ja, fährt weg, ist aber kein interessantes Ziel, außer er dreht sich jetzt hart ein nach rechts, also nach links, dann zeigt er der Breitseite, dann wäre er für sie ein interessantes Ziel. Schalk in seiner Hindenburg ist natürlich wieder vorne mit dabei, er wird hier Rabbit shielden. Genske, das alte Camper-Luder hier, ja, das traut sich nicht mehr nach vorne. Er ist jetzt draufgekommen. Muss man auch sagen, Genske hat, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung mitgemacht. Früher, als Genske eingestiegen ist in den Clan, kann ich mich erinnern, hat er sich beklagt über mangelnden Schaden. Also, dass sein Durchschnittsschaden nicht so gut ist und dass er in vielen Schiffen nicht auf den guten Schaden kommt. Und seit er hier ist im Fuso-Clan mitfährt, gemeinsam in Division mit vielen, hat er sich extremst gesteigert. Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Und er kommt so langsam, kommt er auf für ihn akzeptablen Durchschnittsschaden. Ich habe jetzt extra gesagt, für ihn akzeptablen Durchschnittsschaden, weil das das Allerwichtigste ist. Und ich glaube, es ist für jeden akzeptabel. Ich glaube, er ist jetzt bei 46.000 Durchschnittsschaden. Das ist okay. Das steigert sich einfach Stück für Stück. Ich weiß nicht, ich kenne nicht seine Durchschnittsschiffstufe, die er fährt. Oh, und 13.000. Und das Ganze, ich habe seine Stats natürlich nicht im Kopf. Da müsste man jetzt ableiten, ob das, inwiefern das noch gut ist oder nicht. Weil man weiß ja, je mehr der 10 Gefechte man hat, desto höher sollte der Durchschnittsschaden sein. Ansonsten, man kann das nämlich nicht pauschalisieren, wenn ich von 5.000 Gefechten, 4.000 Gefechte in Tier 10 fahre und 1.000 in allen anderen Tiers, dann sollte mein Durchschnittsschaden schon über 50.000 sein. Und wenn ich großteils nur bis Tier 8 fahre und sagen wir 3000 davon in Tier 6, 1000 davon in Tier 5 und 1000 davon in Tier 8, was natürlich nicht möglich ist bei 4000 oder 5000 Gefechten, aber es nur pauschalisiert, dann sollte mein Durchschnittsschaden bei 50.000 ist, dann ist das durchaus gut. Wie gesagt, je niedriger die Tierstufe ist, die man am öftesten fährt, desto niedriger kann auch der Durchschnittsschaden sein, um nicht schlecht zu sein. Jetzt muss er sich aber der Tirpitz hier annehmen, damit er nicht von Kurfürst und Tirpitz gesandwicht werden kann. Weil der Kurfürst hat zwar hier die Attago in F2, die er sich herausnehmen könnte, aber über die Inseln schießen wird nicht funktionieren. Die Hindenburg kämpft hier hin gegen die Tirpitz. Die Frage ist, wahrscheinlich hat er gerade Schalke MTS gefragt, kriegst du die raus? Und hier kommt endlich mal die Sekundäre ins Spiel. Hoffe ein bisschen länger. Kriegst du die raus oder muss ich dir helfen? Ich glaube, Schalke hat gesagt, die kriege ich raus. Dann hat er die Sekundäre aktiviert auf 9,2 Kilometer, haben wir gesehen. Geht die, glaube ich, hier bei ihm. 9,6 müsste Max sein. Und man sieht, die schießt auf. Also ist natürlich nicht die eines großen Kurfürsten, aber hat hier 5x2 relativ große Kanonen und er hat echt die Tirpitz zerstört mit Brand. Oh, Wahnsinn. Da kommt da noch ein Krakenpyro. Das erinnert mich jetzt irgendwie alles an Adam. Ich war in letzter Zeit sehr viel, oder bin in letzter Zeit sehr viel mit Adam gefahren. Und Adam ist auch so ein Luder, das andere Leute vorschickt. Gut, das macht Battle Rabbit ja nicht. Aber er snackt auch gerne alles ab. Deswegen, sein liebstes Schiff auf Tier 7 ist die Atlanta mit einem Reload, dass er jedes Schiff absnacken kann. Ich glaube, er kann 5 Schiffe die Minute absnacken mit diesem Reload. Nichts für ungut, aber das fällt auf.
Das fällt auf. Na, ja, das wird ein Sieg werden. Allein, man sieht zwar 5 gegen 4 Schiffe und es ist noch relativ ausgeglichen, aber die Positionierung sagt alles. Die Positionierung der Schiffe sagt alles und er wechselt hier auf HE, um den davonfahrenden Kurfürsten anzuzünden. Und der ist quasi schon aus dem Spiel. Man muss sich aber um ihn kümmern, wenn er eindrehen will, muss er sterben. Ansonsten wird er ihm in die Breitseite schießen, das nicht mit Haie. Das Problem ist, er ist jetzt offen. Oh, jetzt könnte er wieder auf AP wechseln. Macht er das? Ja, macht er. Macht er, macht er. Da, seht ihr das? Oh ja, und schön Brand noch. Und der heilt sich hoch. Ist ein bisschen zu früh, aber wird halt gegen den Brand heilen. Hätte er jetzt nicht gemusst. Ja, es ist blöd, wenn alles auf und zu geht. Friedel zeigt breit. Aber der Berg ist ihm im Weg. Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als hier gegen den großen Kurfürsten zu kämpfen. Das ist natürlich scheiße. Aber es hilft nichts. Der steht auch nicht schlecht, der große Kurfürst. Aber er will nicht. Da kommst du nicht rüber, Battle Rabbits. Da kommst du nicht rüber. Ja, aber jetzt steht er nicht mehr so geil. Jetzt geht's. Die Hindenburg. Gleich. Da. Was genau? Aber eine bleibt doch hängen. Ja, die Streuung. Oh, mehr. Eine nur. Eine nur. Komm schon. Ja, 9000. Sehr gut. Stärkste Gegner für die Kagero hier. Viel Spaß dir. Auch der stärkste Gegner für die Mogami mit dem Reload. Ja, Friedrich der Große zeigt jetzt breit. 271.000. Okay, jetzt kann ich verstehen, warum das ein... warum das vorherige das falsche Match gewesen ist. Aber da sieht man es wieder, ich suche wirklich nicht aus nach Namen oder nach Schaden. Ich nehme einfach das Schiff und das hat gut gepasst. Wäre geil, wenn hier noch in Kürze ein Yamato-Replay ankommen würde. Ich weiß nicht was, ich strecke das auf die Sonntage. Ich zeige das am Sonntag. Also, meine Überlegung ist, ihr dürftet dann letzten Sonntag ein Kurfürstgefecht gesehen haben, unter der Woche ein anderes Replay-Gefecht und an Sonntag, was dann heute wäre, wenn ihr das seht, wieder das Montana-Replay. Dann kommt nächste Woche wieder unter der Woche ein normales am Mittwoch und am darauffolgenden Sonntag von diesem Video ab müsste dann Yamato-Replay kommen. Und dann müsste ich ein Conqueror-Replay haben. Leute, wenn ihr dieses Video seht, nächstes Video kommt auf jeden Fall ein Yamato-Video und am übernächsten ein Conqueror-Video. Nur, dass ihr wisst. Also, dann wisst ihr schon, was ihr denn einsenden könnt oder sollt, damit es eher drankommt. Das ist gar keine schlechte Idee. Dann habe ich so kein Triumvirat, sondern... Oh Gott, wie heißt denn das? Wenn 4 Leute da sind. Quadrumvirat. Vergessen wir das. Schneiden wir raus. Das Match ist zu Ende mit 294.000 Schaden. Er wird da nicht mehr an die Z46 kommen. Die Mogami könnte natürlich hydroakustische Suche haben. Könnte. Und er könnte von hier einen mega Snipeschuss machen, um seine 300.000 Schaden voll zu kriegen. Aber könnte auch der Weihnachtsmann kommen, das Christkind verprügeln, die Geschenke klauen und es dann nach Amerika schaffen, um dort die Leute zu beschenken. Könnte auch passieren. Aber ich glaube, die Chance tendiert so relativ gegen Null. Das bedeutet, wir starten hier jetzt langweilige 3 Minuten 51 auf eine Mogami. Nein, das kannst du vergessen, komm schon. Ja, starten hier nicht so lange drauf. Ah, ja, er dreht ab. Ja, nicht wieder rein. Ich will nicht sehen, dass ein Nikolaus, also ein Weihnachtsmann, ein Christkind verprügelt. Gott sei Dank nicht. Ah, er ist jetzt natürlich mit Vorspulen. Komm schon, Mogami, töte es! Oh nein, 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 nein. Ah, Gott sei Dank. Mogami! Die Zeit ist so schnell, ihr fährt der Lebensbalken davon. Und das waren sie, die 294.000 Schaden mit 742.000 Brutto. Natürlich schon wieder ein Kraken. Hashtag Hubsnacker. In der Teamwertung ist das Platz 1 mit 3000 Basic Spills. So viel hatte Christoph letzte Runde auch. Shark hat es auf den dritten Platz geschafft und Genske in seiner Camper Yamato ins Mittelfeld. Das ist natürlich nur liebevolle Neckerei.
Das versteht Genske schon. Im ausführlichen Bericht Brände 10.000 durch die Sekundären. Sekundärbatterieschaden 6.000, also 16.000 durch die Sek. Ist natürlich nicht berauschend. Ich würde meine Manti nicht so spielen. Aber Gott sei Dank wird es jedem frei, wie er das macht. Und jeder, der was anderes behauptet, der ist das, was der eine Typ im letzten Match war von KOS. 278.000 durch die Hauptbatterie mit AP und 270.000 und 7.000 mit Haie. Geschossen wurde auf alles. Wurde auch ziemlich viel Schaden auf alles gemacht, natürlich. Warum auch nicht? Eine 500.000 pro Plus mit 13.935 XP und 16.000 Kapitäns XP. Das ist Hammer, das ist Hammer. Ich habe euch jetzt eine halbe Stunde fast gelangweilt. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem geil. Lasst einen Daumen nach oben da, natürlich. Wenn es euch gefallen hat. Und sonst einen Daumen nach unten. Ja, das ist wichtig, denn jeder Daumen ist Support. Am meisten oder am wenigsten bringt es mir, wenn ihr gar keinen Daumen gebt. Von daher, vielen Dank an alle, die auch einen Daumen nach unten geben. Das ist sehr, sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus, denn er macht da keinen Unterschied. Das bedeutet, meine Videos werden dann öfter angezeigt. Vielen lieben Dank und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Replay. Tschüss.